So, und jetzt haben wir hier dieses Zahnradgetriebe, und zwar hier das eine Zahnrad, hier das andere. Und hier an der Stelle, da kämmen die Zahnräder ineinander. Sieht man vielleicht bei dem Teil, das ist hier ein sogenanntes, ich muss es von hier filmen, hier ist ein Stirnradgetriebe, allerdings auch mit Zähnen. Hier sieht man schön, wie die Zähne ineinander kämmen. Ich habe hier weiße Marken mit Kreide ran gemacht. Und man sieht hier, dieses Rad ist vielleicht 4 oder 5 Mal so groß wie das kleine. Und wir werden dann sehen, wenn ich hier mal das große Rad drehe, wie oft das kleine Rad sich dann dreht. Und zwar hatten wir das schon mal ausprobiert, das ging ganz gut. Wenn man hier mitzählt, sieht man deutlich, 1, 2, 3, und ein bisschen, 3,5 Umdrehungen. Das heißt, wir haben hier ein Zähneverhältnis von 1 vom großen vom kleinen 1 zu 3,5. Das dann noch genauer zu betrachten, ist eine andere Geschichte. Mir ging es jetzt erstmal darum, die Übersetzung zu sehen. Das war jetzt erstmal wichtig. Übersetzung sagt man dazu. Das heißt, die Drehzahlen, die Umdrehungen zueinander, wie sich die verhalten, sind eine gewisse Übersetzung. Jetzt haben wir hier noch etwas. Wir haben hier eine Schaltkulisse. Wir haben nämlich hier noch ein weiteres Paar. Und die Zahnräder, die haben ein ganz anderes Übersetzungsverhältnis. Ich hoffe, man sieht es einigermaßen. Die sind nämlich kleiner. Und da wir hier lauter Löcher in diesen Zahnrädern haben, hier sieht man die Löcher vielleicht, und wir uns diese Schaltkulisse hin und her bewegen, denken können, kann man verschiedene Gänge wählen. Wenn man gar nichts tut, bewegt sich nämlich nichts weiter. Die Schaltkulisse alleine dreht sich. Und da sind in keinem der beiden Zahnräder mit ihren Nasen einrastet, dreht sich auch keins. Und das nennt man eigentlich die einfachste Art der Gangschaltung hier. Je nachdem, welche Seite ich wähle, eben hatten wir 1 zu 3,5. Jetzt können wir das Ganze nochmal hier mit dem anderen Gang machen. So. Und wenn ich jetzt drehe, wird man sehen, das wird noch ein entsprechend anderes Verhältnis. Ist auch logisch, denn wir haben hier ungefähr ein Verhältnis von 1 zu 2. Bis dahin erstmal Stopp, das werden wir dann auswerten und einarbeiten. Wir kommen jetzt aber erstmal zurück und werden hier noch einige Sachen betrachten.